Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Freunde, Sprint to Glory Time. Aber heute nur ganz alleine, kein Showdown. Ich dachte, ey, die letzten zwei Showdowns hast du eigentlich nicht schlechte Arbeit geleistet, aber trotzdem ab und an mal gefehlt. Heute probiere ich das Ganze mal ohne Stress. Man hat ja beim Showdown immer 20 oder 10 Minuten Zeit. Und welchen Verein habe ich mir da genommen? Wir haben uns genommen Juve. Halt! Juve! Stopp! Mann, Andi! Ja, okay, Piemonte Calcio. Richtig. Na klar. Richtig gehört, Leute. Piemonte Calcio Sprint to Glory, genauso ist es. Aber ihr wisst, das ist ein bisschen mit Kappa gemeint. Das ist bei mir auf jeden Fall das letzte Mal in FIFA 19, dass man Juventus Turin sieht. Möchte nur, dass ihr euch schon mal einen Namen Piemonte Calcio gewöhnt, deswegen der Titel. Aber jetzt mal im Ernst, Leute, was haltet ihr davon? EA hat an Konami einfach die Lizenz verloren, aber nur den Vereinsnamen. Also Leute, keine Panik. Also es wird nicht der Cristiano Ronaldo oder Mattis der Light oder Mattis das Licht kommen, das wäre zu krass, aber jetzt mal Real Talk. Wir haben 2019 und jetzt plötzlich krass, was Konami da eigentlich reißt, also Monopolstellung von EA. Bröckelt, oder? Aber wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Und Leute, vielen, vielen Dank. Alter, ihr reißt momentan extrem ab. Knapp jeder Zehnte von euch gibt einen Daumen nach oben auf meinen Videos. Es würde mich extrem freuen. Supportet mich weiterhin tatkräftig mit Daumen nach oben. Eventuell auch ein Abo sollte ihr neu sein. Und nichts mal zu verpassen. Und ja, ey, ich bin mega, mega gehypt. Wir spielen Juventus Urin. Okay, der muss so sein. Wir spielen Juventus Turin. Und wo Piemonte Calcio draufsteht, ist auch Piemonte Calcio drinnen. Wir haben uns die Neuzugänge für die neue Saison bereits jetzt schon gesnackt. Mattis das Licht. Weiß nicht mal, wie der mit Vornamen heißt. André Rabbit. André der Hase. Süß. Gonzalo Higuain und der Harry Ramsey. Ja, genau. Das sind unsere Neuzugänge. Leute, die haben wir jetzt sofort verpflichtet. Ihr kennt das Bring to Glory Prinzip: Champions League gewinnen, sonst alles simulieren. simulieren natürlich. Und ja, Leute, generell, ne? Schreibt noch unbedingt euer Feedback. Soll ich mehr Karriere bringen, mehr Sprint to Glory, ein bisschen Mischmasch? Also, ich rede jetzt schon mal von FIFA 20. So ein, zwei Projekte in der Woche Karrieremodus und der Rest Ultimate Team. Wenn ihr meint, ich mache die Sache gut, dann einfach schreibt es in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt heißt es krasse Neuzugänge. Jetzt habe ich nicht so einen zeitlichen Stress und ich hoffe, ich gönne euch gute Neuzugänge. Und diese feinen Herren habe ich jetzt alle mal auf die Transferliste gesetzt. Leute, ganz, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass die meisten schon so ein gewisses, sagen wir so ein gehobenes Alter haben. Tschüss, 5-0. So, wie ihr schon sehen könnt, drei Spiele verkauft. Real Madrid blättert 50,3 Millionen für Mandzukic hin. Cuadrado 36,5 Millionen an Leicester City. Pjanic 71,8 Millionen. Also, wow, sehr, sehr stark. Hoffentlich. Nö. Zwei weitere Verkäufe, Maroon 2,5 Millionen an Nizza und der Chinho für 16 Millionen an Leverkusen. Moisekin werden wir auch verkaufen. Leider, eigentlich ein großartiges Talent, das nämlich gleich an 9 Millionen. Moisekin, entwickelt dich ruhig bei Burnley. Spinazzola verkauft an Lyon für 18,3 Millionen. Moisekin, ja, 9 Millionen, bleibt verkauft, Abfahrt. Den nehmen wir auch gleich an. Red Bull Salzburg, oh, meine Brassos wollen ihn haben. Passt eigentlich eh vom Alter. Philosophie, sehr, sehr gut. Ja, ihr kriegt den, ihr kriegt den. Ihr braucht nicht verhandeln, ihr kriegt den. Titel Nummer 1, Juventus gewinnt 3:0 gegen Milan in der Supercoppa. Chiellini, Ronaldo, Mancuso. Perfekt, GG in den Chat. Für 30 Millionen geht Bentancur auch ein Supertalent zum FC Chelsea. Matuidi verkauft 37,3 Millionen. Fenerbahce. Kurzer Funfact zu Fenerbahce. Ich habe hier einen Livestream meiner FC Red Bull Salzburg Karriere und Fenerbahce hat einfach 200 Millionen für meinen Vinicius Junior ausgegeben, der zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 85 Millionen oder so wert war. Das war zu krank. Für 100 Millionen plus Sami Khedira kommt der verlorene Sohn zurück zu seinem, meiner Meinung nach, Herzensverein Juventus Turin. 100 Millionen ist eigentlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Preis, plus eben Sami Khedira, den ich so und so verkaufen wollte. Ja, das ist ein faires Angebot. Erster Neuzugang, mir war das sehr, sehr wichtig. Ich wollte ihn von Anfang an holen. Und ja, als erster Neuzugang, gut. Und wisst ihr was? Zwei Franzosen reichen mir nicht. Muss noch ein dritter her. 80 Millionen plus Bonucci für einen meiner Lieblingsspieler und ich glaube auch fast weltweit der sympathischste Spieler. Gebt mir mal eure Meinung zu Kanté, Alter. Alleine schon, wenn man seine Bilder sieht oder Videos in den Social Media. Er ist immer am Lächeln. Ich schwöre, er ist so süß. Er ist einfach mega, mega süß. Und ja, deswegen
N'Golo Kante. Ich weiß nicht, Leute, ihr könnt mir sehr, sehr gerne reinschreiben, ob ich den zu teuer gekauft habe. Ich habe Bonucci hergegeben, der 30 Millionen Marktwert hat und eben 80 Millionen habe ich noch quasi auf den Tisch gelegt. Aber trotz allem, ich bin hochzufrieden. Er ist einfach eine Maschine. Yes, Leute! Piemonte steht für Portemonnaie. Portemonnaie steht für Geld. Hoffentlich, nee, eher für Geldbeutel, Geldbörse, egal. 55,5 Millionen für eines der größten Torwarttalente. Gianluigi Donnarumma. Ja, sieht gut aus. Bin glücklich. Yes. Holy shit. Holy shit. In real life wird ja momentan richtig spekuliert. Da könnt ihr mir echt mal in die Kommentare schreiben. Denkt ihr, ist es realistisch, dass Neymar diesen Sommer... Denkt ihr, dass Neymar diesen Sommer zu Piemonte Calcio... Nein, zu Juventus wechselt? Schreibt es echt mal in die Kommentare. Also, ich weiß es nicht. Barcelona hat jetzt sehr, sehr viel investiert. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Aber Juventus hat an und für sich richtig die Chancen, ne? Weil soweit ich jetzt weiß, sind die sogar mit Transfer Plus rausgegangen diesen Sommer. Ich weiß es nicht, aber schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würdet ihr das feiern? Aber Leute, ich wollte mir zuallererst Leroy Sané holen. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe noch genug Cash in der Tasche. Du holst ja einfach Neymar. Fucking Junior. Fetten Daumen nach oben. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe gelernt, oder? Guckt mal, ich habe noch eine sehr, sehr geile Ersatzbank. Zwei Showdowns gegen absolute Karriereprofis und gleich boom. Neymar gekauft, Pogges gekauft, Kanté gekauft, Donnarumma gekauft. Also ich bin sehr, sehr stolz auf meine Neuverpflichtung. Ich hoffe auch. Und ich denke, das Transferprogramm ist jetzt abgeschlossen. Und ihr kennt ja den ganzen Hasen. Jetzt wird nach vorne simuliert. Bis zum 1. Januar. Ich bin jetzt übertrieben gespannt. Ein Cut. Dann wissen wir mehr. Angekommen im 1. Januar. Piemonte Calcio. Welcher Platz bist du in der Liga? Okay. 90 Rating. Sieht man schon. Sehr gut. Erster Platz. Mit 11 Punkten Vorsprung. Eine Niederlage. 8 Gegentore. Alter, ultra geil, Leute. Sassuolo, zweiter Platz. Überrascht mich mega. AC und Inter. Die Mailänder Clubs sind 4. und 5. Ja, da geht's erst los für uns. Achtelfinale gegen Frosinone. Und ganz, ganz wichtig. Die Champions League. Let's go. Gegen Borussia Dortmund. Okay, nicht schlecht. Gruppenphase. Wow, auch nur eine Niederlage. Gegen... gegen Young Boys Bern. Okay. Aber trotzdem souveräner Tabellenführer vor Manchester United. Gefällt mir mega. BVB nächster Gegner. Sollte an und für sich machbar sein. Schauen wir mal unser Team an. Ich habe dann geändert auf 4-4-2, weil Higuain hat ein größeres Rating gehabt als eben Rabiot. Ist übrigens auf 84 gestiegen. Gefällt mir. Can ist auch plus 2 gestiegen. Kanté plus 1. Chiellini minus 1. Aber kann man sich an und für sich ganz gut geben. Der Kopf. Okay, krass. Oh, oh, no. Da müssen wir jetzt wirklich was machen. Ich habe, glaube ich, keinen Ersatz, ne? Leute, wir haben 0 Angebote reinbekommen. Nichts, nur für Alexandro. Aber Alexandro brauchen wir. Oh mein Gott, das ist ja mega bitter. Kein Angebot für Higuain oder sonstiges. Ach. Ist halt mega blöd. Cancelo fällt sehr, sehr lange aus. Und ja, jetzt habe ich Rugani da stehen. Jetzt hoffe ich echt, dass wir da irgendwie dann weiterkommen werden. Ne? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Donnarumma auch verletzt, rote Karte. Das sieht echt nicht gut aus gerade. So, Leute, Abfahrt. Das Hinspiel gegen den BVB. Was haben die eigentlich schon so verpflichtet? Halsmerk haben sie verpflichtet. Hitz war schon. Kursawa ist neu. 1:1. Halsmerk und Dybala. Come on. Ich meine, wir haben das Auswärtstor zumindest schon. Das ist sehr, sehr gut. Die Licht rot. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ronaldo 1:2. Sehr gut. Ich habe mir jetzt richtig Sorgen gemacht, weil Chiellini statt Tsatsiares ausgewechselt und dann noch De Ligt rot. Aber 1:2 bin ich sehr, sehr froh. So, Leute, angekommen im Rückstand. Ich mache mir da jetzt gerade ein bisschen sehr, sehr große Sorgen. Ne? Ich werde das jetzt etwas, ja, gefährlich lösen. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, Leute. Ich werde so reinstarten mit Rabiot als Außenverteidiger. Und ich hoffe, dass ich mich da nicht verzocke. Deswegen Abfahrt. Heimspiel gegen BVB, gegen Dortmund. 1:0. Come on, Higuain. Eigentlich bin ich schon froh, dass wir den doch nicht verkauft haben. Weil Higuain, ich habe gesehen bei den Torschützenmisten, der ist da ganz, ganz vorne dabei. Und Leute, das sieht gut aus.
Also ich glaube jetzt nicht, dass die uns überrollen. Yes! Trotz Rugani, trotz Rabiot in der Außenverteidigung, nicht mal ein Wechsel. Kimmich hat auch durchgespielt. Stark, 1-0. Wir sind weitergekommen. Leute, ich bin gerade etwas verzweifelt. Zatera ist eine Woche, Rugani 8 Wochen. Wir haben keine Verteidiger mehr. Es ist so bitter. Es ist echt bitter. Oh no, jetzt geht es gegen den großen FC Barcelona. Wir müssen uns mal ganz kurz die Mannschaft anschauen, Leute. Ja, Rugani verletzt. Was sollen wir da jetzt machen, Leute? Ah, De Ligt ist eh am Start. Ups, ich habe das gar nicht umgeändert vorher. Bitter. Ja gut, so fühle ich mich etwas wohler. Aber ja, Chiellini ist jetzt auch nicht mehr der Fitteste. Was haben die gekauft? Hier haben sie gekauft, De Jong. Oh, Future-Transfer haben sie auch gekauft. Ah ja, wir sind ja Piemonte Calcio. Wir sind ja schon in der Zukunft, Leute. Arthur Martial ist gekauft. Leute, wir führen 1-0. 1-0, Higuain. Ich schwör's euch, Leute. Higuain ist echt ein super Transfer. Ja, eigentlich hat er eh uns gehört. Wir hätten ihn auch von der Leihe retour nehmen können. 1-1. 84. Minute. Mann, jetzt haben sie das Auswärtstor. Rückspiel, Leute. Ich glaub's nicht. Ich glaube es einfach nicht. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Immer die Neuzugänge. Ich schwöre es euch. Zum Glück ist Szczęsny auch noch auf 86. Hoffentlich regelt das Szczęsny. Ich glaube an ihn. Ich glaube an unsere Mannschaft. Wir können es schaffen. Wir können den großen FC Barcelona besiegen. Komm. Bitte. 0-1 Auswärtstor. Chiellini sogar. Piqué verletzt. Aber Longley ist ein gleichwertiger Ersatz meiner Meinung nach. Come on, bitte, bitte, jetzt kein spätes Gegentor. Nee, Mann, 0-2, Ex-Spieler. Ja, come on. Boah, ich bin so glücklich gerade. Come on, 0-2, bleiben wir dabei. 1-2, ist egal. Yes. Wir haben Barca besiegt, Leute. Mega geil. Leute, boah, ich feiere das. Wenn ihr das mit mir feiert, Daumen nach oben. Oh no, Freunde, ein weiteres Schwergewicht, der zweite deutsche Gegner nach dem BVB, der FC Bayern München ist da. Ich habe Angst, aber Pflasterchen Cancelo, er ist zumindest wieder von der Verletzung zurückgekehrt, er kann jetzt wieder in die Startelf, bei Chiellini mache ich mir mega, mega Sorgen, ja, er muss einfach spielen, Rugani ist verletzt, Higuain hat auch schon Downgrade bekommen, wird schwierig werden, wird echt schwer werden, trotz allem, wir versuchen einfach unser Bestes, wir sind jetzt das Auswärtsteam. Bitte, come on. Also Rose haben sie neu. Ansonsten Milik, Escudero. Es dürfte auch neu sein, ne? Steht noch 0-0. Dübel, Timballa. Ja, wir haben das Auswärtstor, Leute. So muss es weitergehen. Bitte nicht wie bei Barca. Immer diese späten Gegentore. Sieht ganz, ganz gut aus. 10 Minuten sind noch zum Runterspielen. Ja! Wir haben gewonnen, Alter. 0-1. Auswärtstor ist da. Leute. Ich krieg die Krise. Warum? Also, falls ich jetzt ins Finale komme, muss ich ohne Pogge spielen. Auf den habe ich mich so gefreut. Alter, wie viel Pech kann man einfach haben? Immer die Neuzugänge. Ey. De Ligt, ja, super. Rugani ist wenigstens da. Ach, es ist so bitter. Mann. Aber Rabiot, 85 Rating. Geht an und für sich auch ganz gut klar. Aber trotzdem. Ey, muss das sein. Mi. Ja. Ich fühle das einfach voll. Ey, so krass. Also, Burschen, let's go. Come on. Wir haben 0-1 Polster oder ein Tore Polster. Bitte nicht so schnell ein Gegentor. Come on. Ist da jetzt noch irgendwas Besonderes? Nein. James, warum machst du das? Bitte, bitte, ein Tor. Okay, Elfer verschossen. How about no? Lewandowski, beruhig dich einfach. Wir brauchen ein Tor. Wir müssen ein Tor schießen. Wir brauchen nur ein Tor fürs Weiterkommen. Komm, komm. Ja, jetzt haben wir auch das späte Tor. Mann, zum Glück habe ich dich nicht verkauft. Ganz, ganz ehrlich. Ich liebe dich, Gonzalo. Ich liebe dich. Ja. Heißt das jetzt Finale? Leute, heißt das jetzt Finale? Leute, heißt das jetzt... Ja, es heißt Finale. Wir spielen gegen Atletico Madrid. Leute,
Ich werde ja wirklich zu einem Karrieremodus-Profi. Okay, ihr schreibt wahrscheinlich jetzt in die Kommentare, mit Juventus ist nicht schwer. Aber trotzdem, ich freue mich. Erste Saison gleich ins Champions League-Finale. Ich bin so glücklich. So muss das weitergehen. Ich habe auch gesehen, wir sind im Cup-Finale. Wir sind auch gerade Tabellenführer. Wir könnten das Triple holen, beziehungsweise wir haben ja diese Supercopa gewonnen. Das heißt, 4 Titel in einer Saison. Das wäre ultra, 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 ultra geil für Piemonte Calcio Sprint to Glory. Alter, ich muss echt sagen, ich bin gerade richtig, richtig happy. Deswegen, meine Besten, wir nehmen das mit, genauso wie es kommt. Lass uns auch die Coppa Nazionale gewinnen. Please, please, please. Die haben eigentlich Castrini stiftet neu sein, ne? Oh, die haben Trent, aber wir haben 2-0. Wir haben Ronaldo, wir haben Alexandro. Fertig, oder? Boom, 3-0. Diebel. Leute, Leute, Leute. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle. Wir können uns schon Doublesieger nennen. 91 Punkte. Gabriel Jesus spielt bei Neapel. Leute, haben wir gar keine Top-Torschützen, ne? Jetzt muss ich aber ganz groß los. Higuain, 9. Platz, okay. Süß. Wo ist denn Ronaldo überhaupt? 18. Platz mit 12 Tore. Dybala hat auch 12 Tore. Richtig, richtig stark. So, das ist der allerletzte Spieltag, Leute. Schauen wir mal, ob wir mit 91 Punkte rausgehen, mit 92 oder dann doch mit 94 Punkten. Es wäre mega, mega gut. Ich will einfach nur hoffen, dass sich keiner verletzt, ne? 1-2, Leute, 94 Punkte, erste Saison mit Piemonte Calcio. Und hier ist das verdammte Champions League Finale und leider Gottes wirklich ohne Paul Pogba. Ja, definitiv ohne Paul Pogba. Es ist so bitter, Leute. Ich hätte den so gern gespielt. Muss ich zugeben, aber Rabiot und Kanté sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr geile Spieler. Von daher, kein Hals- und Beinbruch. So werden wir spielen. Leider Gottes auch ohne Donnarumma, was ich auch sehr, sehr schade finde. Dadurch, dass ich ja jetzt selbst spielen werde, werde ich so spielen. Bin kein Freund von Higuain. Leider Gottes, was das Gameplay angeht. Denke, Neymar und Ronaldo ist der perfekte Sturm. Wir gehen hinein ins Spiel. Ey, ich bin ultra gespannt. Ich feiere dieses Trikot mega. So, da noch ein bisschen aufwärmen. Gabal, Gabal. Wie heißt das in Deutsch? Also in Deutschland, Gabeln. Ball hochhalten, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Hier, Atletico Madrid. Griezmann sehe ich hier. Rest erkenne ich jetzt nicht unbedingt. Schöne Choreografie. Come on, schieße uns zum Sieg, Cristiano Ronaldo. Er ist zu Juventus gewechselt, um die Champions League zu gewinnen. Jetzt haben wir die Möglichkeit gegen Atletico Madrid, der ehemalige Erzrivale von Cristiano Ronaldo, die Real Madrid-Ikone. Come on, die Spieler betreten den Rasen. Extrem nervös, ich bin auch mega, mega nervös, ja? Also, Dybala sieht man hier. Hier ist der Champions League Ball, schön in Rot gehalten, ja? Nicht, dass sie jetzt gute Freunde mit Atletico sind. Der Champions League Pokal, um den es hier geht, in der Sprint to Glory, den möchten wir gewinnen. Hier, K.O.-Phase, hier sieht man den Weg. Atletico hatte eigentlich ja Liverpool und Tottenham, die hatten auch krasse Gegner. Wir mit Bayern, den mittleren Gegner habe ich vergessen, Leute. Wer war denn der zweite? Der erste Gegner war BVB. Wer war denn der zweite Gegner? Keine Ahnung mehr. Aber egal, Bayern haben wir auch ausgeschalten. Hier, Ronaldo, Costa, Kanté, Rabiot, Dybala, richtig starkes Team, Alexandro müsste das sein, De Ligt, Abfahrt Leute, Abfahrt einfach. Hier nochmal Ronaldo, die Ikone, aufwärmen. Und jetzt würde ich sagen Leute, ab ins Spiel, Epic Music. So, schon mal der erste Angriff. Ah ja, jetzt aber. Ronaldo! Nein! Okay, Atletico gefährlich unterwegs, Flanke, 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 bitte kein Tor, Gott sei Dank. Scheiße, muss das sein? Warum bleibt er da oben stehen? Bitte nicht. Mach jetzt kein Blödsinn. Perfekt, sehr, sehr gut gemacht. Oh mein Gott, wie schön. Kanté, warum spielst du auf dem Flügel? Warum spielst du auf dem Flügel? Warum triffst du? Wer ist das? Wer ist das? Ich glaube, die Formation hat sich umgestellt. Hä? Ist das Neymar oder ist das Alexandro? Neymar, der kleine Flo mit dem Kopfball. Aber okay, jetzt bin ich glücklich gewesen, dass Kanté auf dem Flügel war. Wunderschöne Flanke, richtig geiler Konter.
perfekt. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das Ganze umgestellt hat. Hat sich tatsächlich umgestellt, die Baller. Ich wusste, warum ich die gekauft habe. Nochmal, die sind ja richtig krass schwach auf die Flügel. Komm. Komm, Dybala, warum sind die so schwach auf dem Flügel? 2:0. Sehr geil, Dybala, Time Finish, Flachschuss. So muss das sein. Aber was war denn da mit dem Flügelspieler? Und schöner Abschluss. So muss das sein, Leute. 2:0. Zack. Come on. Nein, schade. Schön, das wäre schön gewesen, Leute. Oh no. Bitte nicht. Sehr, sehr schöne Parade, Chesney. Ich wusste, du bist mein Mann. Perfekt. Eckball. Uff. Okay, es wird immer noch spannend. Es bleibt noch spannend. Höchststrafe. Chesney, warum ist Donnarumma nicht da? Höchststrafe durch die Beine. Wer war denn das? Ist das Douglas Costa gewesen? Wer ist das? Ist das Diego Costa? Diego Costa, du kleine Ratte. Wie kannst du das machen? Warum? Komm, Anschlusshype ist doch real, oder? Anschlusshype ist doch real. Nein, ist nicht real, ist fake. Und pff, Ronny, wohin? Leute, die erste Halbzeit sehr, sehr ausgeglichen. Aber ganz, ganz ehrlich, ich habe irgendwie diese 6 Schüsse gar nicht gefühlt von denen. Aber, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. 2:1. Ich muss noch ein Tor reinmachen und dann ist der Kuchen gegessen. Hoffentlich. Nein. Geh einfach weg. Leute, es wird gefährlich. Uff. Mann. Nein. Okay. Jetzt fühle ich die Schüsse der Gegner. Jetzt fühle ich euch. Also lasst mich in Ruhe. Irgendwer soll mitlaufen. Okay, es läuft keiner mit. Sehr, sehr stark. Aber jetzt. Schöner Spielzug. Oh mein Gott. Langer Ball. Diese Taktik gefällt mir ja mega gut. Habt ihr gesehen? Den Laufwerk von Ronaldo. Der war richtig schön da. Guckt das an. Richtig schönes Laufwerk. Costa hat das auch sehr, sehr gut antizipiert. Abfahrt. Nein. Er macht genau dasselbe. Schöne Parade von Chesney. Und jetzt werden wir mal wechseln. Eigentlich müssten wir Higuain auch Minuten geben, Leute. Higuain hat so viele Tore geschossen. Wir werden das machen. Wir werden ihm Minuten geben. Bernadeschi auch. Hat einen guten Job gemacht. Ja, ich denke, wir lassen es dabei. 90. Minute. Leute, die 90. Minute. Let's go. Ich weiß. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Denn jetzt kommt nochmal der absoluteste Konter. Come on. Das machen wir jetzt schön. Ich dachte, der geht rein. Wir haben die Champions League gewonnen. In der ersten Saison. Lass dich feiern, Bruder. Cristiano Ronaldo. Piemonte Calcio. Aber egal. Cristiano Ronaldo. Neymar Junior. Auch Gonzalo. Higuain. Kanti. All die Spieler und all die anderen dürfen sich Champions League Sieger nennen. Ich bin gerade unnormal glücklich, Leute. Lasst euch einfach feiern. Ich komme mit dazu. Sehr, sehr geil, Leute. Das gefällt mir übertrieben. Ich bin übertrieben happy. Trotzdem, ich muss es jetzt nochmal sagen. Ich finde es sehr, sehr schade und traurig, dass bei FIFA 20 einfach Juventus Turin, dieser geile Name Juventus, nicht mehr zu sehen sein wird. Piemonte Calcio. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt mir ja da nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir aber auch eure Meinung schreiben. Wie habt ihr eine Pato Sprint to Glory gefunden? Hat euch das entertained? Ich fühle das Ganze einfach. Ich fühle das. Wir haben das einfach gewonnen. Und ja, ich freue mich über jedes Feedback in den Kommentaren. Ich denke, wir werden feiern offline gehen. Wir werden das Video feiern beenden. Ich habe euch ja gezeigt, Tabellenplatz. Wir haben den Cup gewonnen. Die Supercoppa haben wir gewonnen.
Also 4 Titel in einer Saison, in meiner ersten Saison. Und ja, ich denke, ich bin vorbereitet für den nächsten Sprint to Glory Showdown. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Gegner reinschreiben, die ich fragen sollte. Schönes Feuerwerk und ja, mit diesem Feuerwerk verlasse ich euch. Macht es gut, meine Besten. Ich bin ein glücklicher Champions League-Sieger mit Piemonte Calcio Juventus Turin. Ciao!